Hallo, freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei mir in meiner Küche, wieder mit meinem Thermomix. Heute was ganz Einfaches und Schnelles. Also, aber auch nur, weil mir der Kaffee ausgegangen ist, ja. Ich habe hier keinen Kaffee mehr. Das heißt, kein Espresso-Kaffee mehr. Wir mögen ganz gerne Espresso. Und dann habe ich mal bei Netto mir mal diese Arabica-Bohnen, 100% Arabica-Bohnen geholt. Und zwar heißt das Bella Crema, Stärke 4. Ich habe es schon gemacht und der Kaffee schmeckt, also dieser Espresso-Kaffee schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Man kann den auch als Filterkaffee nehmen, aber dazu später dann noch etwas mehr. Jetzt versuchen wir den erstmal, wie wir den gut gemahlen bekommen. Und zwar habe ich den so gut zugemacht. Muss ich erstmal hier versuchen aufzumachen. Das hätte ich ja natürlich wieder vorbereiten können, aber manchmal bin ich auch ein bisschen schusselig. So. Ich habe es gleich sofort. So, ich habe es gut zugemacht, damit natürlich das Aroma auch nicht rausgeht. Obwohl, das sind ja alles noch, ja, alles noch Körner hier. Geh mal hier vorne, kann man sehen. Ja, sind alles noch Quatschkörner, Bohnen, Entschuldigung. Ja, ganz einfach. Wir können mit unserem Thermomix, ja, der alles kann, ja, ob der mahlt, knetet, hackt, zerkleinert, rührt, schlägt, der kann alles. Und ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, ja. Also den würde ich auf keinen Fall für nichts mehr hergeben. Ja, da können ruhig manche sein und sagen, ach, Thermomix und so, ne? Also wirklich, es ist so eine Arbeitserleichterung und ich finde es gut. So, wir stellen den schon mal auf einer Minute. Ja, und es kommen 250 Gramm rein, ja? So. Ja, noch ein bisschen. Da haben wir es. 250 Gramm. Schließt das Ganze. Ich mache da mal jetzt noch ein Tempo, ein Zebergewicht dazwischen. So. Das Ganze hatte ich schon gesagt, für eine Minute auf volle Stufenzahl, auf 10. Und dann werden wir uns dann gleich wiedersehen. Das heißt, kann ich auch jetzt ganz kurz erklären. Ich habe ja hier drei verschiedene Espresso-Kannen. Ja, wenn man jetzt keine große Espresso-Maschine kaufen will, die jetzt wer weiß, wie teuer ist, solche kleinen Kannen, ja. Diese Kännchen, die hat jeder in Italien. Es gibt kein Haushalt, der nicht so solche Kannen zu Hause hat. Hier, das ist eine sogar nur für zwei Leute. Schön Espresso machen für zwei Leute. Dieser ist hier quasi für drei, aber da kommen locker immer vier, fünf Tassen raus. Und dieser ist, meine ich, sogar entweder 10 oder 12. Muss ich jetzt lügen? Muss ich jetzt echt lügen? Ich weiß gar nicht mehr. Ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe ich auch ausgerechnet, das hatte ich im Angebot gekauft, das war 11 Euro, keine Ahnung, um die 11 Euro rum und 250 Gramm, das wären dann so um die 2,75 Euro ungefähr so. Und dafür einen schönen Espresso zu bekommen, finde ich, ist schon super. Und deswegen jetzt auf Stufe 10 und dann schauen wir mal gleich. Thermomix hat gebimmelt und gebimmelt und gebimmelt. Hier kann ich euch einmal den Kaffee mal zeigen. Aber den kann man nicht so gut sehen, kann man nicht so gut erkennen. Ich mache mich mal kleiner, ich weiß nicht, ob man mich sehen kann jetzt hier, ja? So sieht dann der schöne gemahlene Kaffee aus. So, vielleicht hier nochmal im Licht, dass man ihn sehen kann. Ich werde ihn mir auf jeden Fall jetzt hier reinmachen. Und dann werden wir, ich hoffe mit euch zusammen,
uns einen schönen Espresso machen. Und los geht's. Ein Moment. Ja, ich habe schon gedacht, die Kamera wäre nicht an. Wir nehmen natürlich jetzt diese kleine Taste, kleine Espresso-Maschinchen, wie es auch immer heißt. Da ich ja jetzt auch alleine bin zu Hause und keiner da ist, ja, also ihr könnt heute mit keinem rechnen, ich bin alleine, wollte ich euch sagen, also Wasser reinmachen bis über diese Schraube hier, ja, das muss immer so gemacht werden. Dann kommt dieses Sieb rein, ja, und es muss etwas Wasser aus dem Sieb rauskommen. Das heißt, es ist hier nicht der Fall, also muss ich noch etwas Wasser reinmachen, minimal. So, ich habe jetzt also wirklich bis hier oben sogar Wasser reingemacht, ja, und jetzt kommt, hier seht ihr das, ich muss das jetzt hier so reindrücken, so. Und jetzt ist hier vorne ein bisschen Wasser drin. Das ist ein bisschen zu viel, das schütte ich jetzt wieder raus. Ganz bisschen. Aber hier aus dem Sieb, das kann man auch sehen, muss immer ein bisschen Wasser sein, ja? So, das ist einfach so, das muss so sein. Warum, deswegen, weiß ich auch nicht, aber vielleicht kann mir das ja irgendeiner mal erklären, ja, der das weiß. So, und jetzt mache ich natürlich schön Kaffee rein. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So. Ich habe jetzt eine andere Kameraeinstellung. Das heißt, ich selber sehe gar nicht, was ich jetzt filme. Ich hoffe, das ist gut. So. Schön Kaffee reinmachen. Man kann ruhig immer so ein bisschen. Und das reicht schon, ja? So sollte es sein. Auf keinen Fall platt drücken mit dem Löffel, ja? Auf keinen Fall platt drücken. So, dran machen und schließen das Ganze. Und mach erstmal so, ganz fest schließen. Man braucht ja immer ein bisschen Kraft zu. Und dann stelle ich jetzt mein Espresso hier rechts auf der kleinen Platte auf 3. So, und hier wollte ich euch noch mal meinen Kaffee zeigen. Jetzt werde ich mal sehen, ob man es sehen kann. Hier, das ist aber auch wirklich so. Mal schauen, ob man das jetzt sieht. Ja, wunderbar und toll gemahlenen Kaffee. Und da wollte ich euch auch noch mal was zeigen. Und zwar habe ich hier ja diese Kaffeemaschine, ich hoffe, man kann das gut sehen. Moment, ich schau mal eben nach. Ja, das geht gerade, aber ich hole die mal etwas näher. So, das wollte ich euch dann auch noch mal zeigen. Also, ihr könnt jetzt nicht nur, braucht nicht nur Espresso mit dem Kaffee, den ihr gemahlen habt, zu machen. Ihr könnt euch auch einen schönen Senseo-Kaffee machen, ja? Und zwar einmal hier dieses, was oben drauf kommt, wie der Sieb. Die habe ich mal gekauft, das ist schon vor längerer Zeit her, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber ich zeige euch das trotzdem mal, ja. Und hier kommt der Kaffee rein. So, ich tue das mal hier so rein. So, hier kommt der Kaffee rein und werde dann normalen Kaffee machen. Einen Moment. So, mein Kaffee ist durch. Und zwar kann man noch ein bisschen heiß. Einen Moment. So. Wenn sich hier nicht die Finger verbrennen, kann man auch richtig. Ja, Kaffee ist durch. So, was ihr machen solltet, das machen viele nicht, den Kaffee einmal umrühren, ja, damit das erste, was rausgekommen ist, das ist immer das Feste, also das Intensive. Wenn man das jetzt nicht umrührt, ja, und man hat jetzt 4-5 Tassen und man schüttet die jetzt,
in eine Tasse rein, dann würde der Letzte würde richtig den super, super starken Kaffee bekommen und der Erste würde den Kaffee bekommen, der so ein bisschen, ja, nicht Larifari, aber auf jeden Fall nicht so stark wäre. So, das sind meine schönen, süßen Espresso-Kännchen. Ja, da schütte ich jetzt meinen schönen Kaffee rein. So, also ihr könnt sehen, richtig toller Espresso-Kaffee. Kann man sehen, ja. Mit dem Thermomix gemahlen. So, und natürlich werde ich den jetzt auch probieren. Ich meine, ich weiß ja, dass er gut schmeckt. Ich tue mir immer ein kleines bisschen Milch rein. Viele sagen, ich würde den Espresso versauen, aber ich mag ihn einfach so, ne? Ja? Perfekt. Ja, das ist jetzt die andere Variante. Und zwar habe ich hier den Kaffee. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich hole ich mal. So, ich hoffe, man kann es jetzt gut sehen. Ich habe das jetzt hier mit dem Kaffee soweit voll gemacht. Das müssten um die 14 Gramm sein. Das verschließe ich jetzt hier. Also mich kann man jetzt gerade nicht im Bild sehen. Das ist auch nicht so schlimm. Und jetzt kommt mein Kaffee, den ich gerade gemahlen habe. Auch im Moment, dass das rauskommt. Aber das wird. So läuft der Kaffee durch. Könnt ihr gut sehen. Sieht auch richtig schön aus. Und ja, duften tut er auch toll. So. Ich lasse den jetzt extra mehr laufen, damit ihr wirklich seht, was für eine tolle Crema da rausgekommen ist. Ja. Also habt ihr hier einen richtig tollen Kaffee-Crema. So. Und das ist jetzt natürlich, damit ihr das hier nochmal seht, hier schön Kaffee-Crema, ja. Und natürlich tue ich mir auch wieder meine etwas Milch rein. So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken heute. Ja. Und werde natürlich auch nochmal einen Schluck hiervon nehmen. Ja, man spürt wirklich, dass der Kaffee gerade frisch gemahlen worden ist. Okay, werde ich gucken. Der und der. Super lecker. Ja, also ihr könnt sehen, wenn ihr euch Bohnen holt, ja, hier Espresso-Bohnen, dann habt ihr gleichzeitig Espresso, wenn ihr so eine kleine süße Kanne habt wie ich oder die etwas größere. Oder ihr macht euch den Kaffee hier aus dem Senseo-Maschine, ja, geht auch. Diese Filtertütchen, ja, sag ich mal, gibt es ja nicht mehr zu kaufen. Aber ich habe vom Kramarkt, vielleicht habt ihr bei euch auch Kramarkt, ich denke schon, dieses Teil geholt. Und zwar ist hier so ein, wie so ein Sieb. Ja, und da kommt der Kaffee rein. Also normal voll machen, das ist hier zum Verschließen. Das kommt dann hier so rein, angedrückt und dann kommt der Kaffee hier raus. Also das ist wirklich ganz toll, nur ich brauche das jetzt noch nicht zu benutzen, weil ich noch ein paar von diesen Papierfiltern habe. Ja, ich hoffe, mein kleines Filmchen heute von Kaffee hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr da eins oder zwei gute Ideen jetzt, wie ihr euren Kaffee machen könnt. Ja, mit am besten Espresso-Bohnen kaufen, da könnt ihr beides machen. Filterkaffee und Espresso.
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es ist miserables Wetter. Le miserable. Heute super schlecht. Es regnet. Es ist dunkel. Ich habe hier überall Licht angemacht. Und ich werde heute wahrscheinlich den ganzen Tag hier zu Hause backen und kochen. Und Putzmittel wollte ich noch machen. Das mache ich gleich auch noch. Und das werde ich auch verfilmen, weil ich habe drei leere Flaschen. Ich habe nichts mehr. Und ich kaufe nicht, weil es geht so einfach zu machen. Deswegen, das noch von mir aus und ich wünsche euch einen schönen Tag und küsse alle und grüße alle. Tschüss!